Hallo, hier ist das neue Piste-Team für euch. Wir sind gerade dabei, mit Hochdruck unsere erste Ausgabe Januar 2016 zu produzieren. Und ich wollte meinem Team mal ein bisschen Wellness gönnen. Wir sind jetzt hier in der Warmstraße beim echten Fischspa. Wollen uns die Füße mal wieder ein bisschen aufwärmen. Dabei sind heute Bea, meine Chefredakteurin, zwei kreative Köpfe, Claudia und Pauli, und unser Fotograf René. Dann wollen wir uns das nochmal angucken. Dann kommt mal mit rein. So, rein in die gute warme Stube. So, da sind wir. Hallo, Piste. Ja. Grüß dich. Hallo. Hallo. Wir wollen heute mal ein bisschen unsere Füße aufwärmen. Mal ein bisschen anknabbern lassen. Ja. Wie lange seid ihr eigentlich schon hier? Bald 3 Jahre. 3 Jahre schon? Und müssen wir Angst haben, dass wir mit 18 wieder rauskommen, oder? Keine Angst. Die Fische haben keine Zähne. Okay. Deine Piranien. Ein bisschen kitzelig, ja. Ein bisschen kitzelig. Ja, das halten wir aus, würde ich sagen. Ne? Was sagt ihr? Wollen wir es mal ausprobieren? Ja! Ja, sauber. So, alles ist vorbereitet, dann wollen wir mal. Was steht denn jetzt als nächstes an? Was müssen wir machen? So, bitte schön, nehmen Sie bitte Platz. Ja, dann sucht euch mal einen Platz aus, Leute. Ihre Hose bis zum Knie, bitte. Bis so, Füße sind nackig. Dann wollen wir mal weitermachen. Ja. Ich habe eine Frage. Haben Sie Ihre Füße heute beim Essen angekriegt? Ich nicht. Salve. Habt ihr die Füße eingecremt heute oder gestern? Nein, ich auch nicht. Nein. Nee. Hier irgendwie? Unschuldig. Oh, einer hat die Füße eingecremt. So, offenen Blut. Keine Angst? Ein bisschen. Ein bisschen? Ja, warum? Naja, ich habe das noch nie gemacht und bin sehr gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Ja, denke, sind das gerade hier, oder? Nee? Vielleicht. Wer schon alle 10 dranbleiben. Das ist Menükarte. Oh, Menükarte gibt's auch. Ja. So, Leute, ich gebe eine Runde Snickers aus. So, Whirlpool für die Füße. Und schön warm? Oh, super warm. Richtig angenehm. So, wer findet als erstes raus, welches Becken das mit den fleischfressenden Fischen ist? Andam. In Kandam. Die Fische haben auch mehrere Namen, das sind Kangal-Fische oder Knabelfische. Und René, sag mal, sonst trittst du dir mal die Füße platt, wenn du vor uns Fotos machst und heute mal ein bisschen Wellness. Hast du Lust schon, oder? Ja, total. Bisschen entspannt. Füße hast du auch schon in so einem Whirlpool drin. Und gleich geht's zu den Fischen. Also Futter für die Fische gibt's jeden Tag 2 Mal. Einmal Menschenfleisch und einmal Trockenfutter. Was gibt's hier? Fischchen. Wir werden hier aber reichlich bewirtet. Dankeschön. Danke. Ja, bitte. Direkt rein? Ja, bitte schön. Ein bisschen kitzelig. Nein. Los, trau dich. Nein. Oh, ist das schön. Und sind alles noch dran? Ja, aber es kitzelt die Hölle. Ja. Und schön warm das Wasser? Sehr angenehm, ja. Ah. Ja, du lachst, du bist auch gleich dran. Oha. Oha. Was ist gut, oder? Ja, kitzelt ein bisschen. Ja, sonst. Das wird auch. Stell dich nicht so an. So empfindlich. So, Pauli zieht sich die Schuhe gleich schon wieder an, oder? Der hat Angst bekommen. Ja, ich frage erstmal, was bei euch passiert. Ja, ja, genau. So, alle haben ihre Füße schon entweder drin oder in so einem Whirlpool, bloß der Chef muss warten. Irgendwas mache ich falsch. Los geht der Whirlpool. Wie lange muss ich? 5 Minuten. 5 Minuten. So. Und Pauli, wie ist es? Ja, es ist angenehm. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Ich möchte auf meine extra designten Fußnägel hinweisen, damit die Fische auch mal ein bisschen was Buntes sehen. Sehr schön. Ah, das ist ein bisschen wie Stroh, ne? Was? Nee. Ja, finde ich schon. So kleine Kitzelfische. Witzig. Oh, das möchte ich auch zu Hause. Ich werde unsere Fische jetzt dressieren. Meine Chefredakteurin möchte ein paar Fische mitnehmen. Haben wir Tupper mit dabei?
Komm, wir stoßen mal an hier. Auf die Januar-Ausgabe. Schon weg. Ich werde alle nochmal zugedeckt hier. Aber nicht, dass mein Team einschläft. Braucht die nachher alle noch. Wie viele Fische haben Sie insgesamt? Jeden Becken sind normalerweise etwa 100 Fische. Okay. So, ein Tag frei für denjenigen, der sich das Gesicht da reinsteckt. Sie sind leider eingecremt. So, jetzt hat meine Uhr geklingelt, jetzt ist der Chef auch mal dran. Oh, Wahnsinn, jetzt kriegen wir hier auch noch 3D geboten. Pisse lässt sich das gut gehen. Und Pauli, kleines Zwischenstatement. Ich bin so entspannt. Gegenwärtig sind die hier. Noch öfter werden wir denen begegnen. Und wie lange halten solche Fische? Also leben? Also, Fische können bis 7 Jahre alt werden. Aber im Fischspa-Geschäft, ich verzweifle, dass die kommen so alt. Sie haben einen sehr gefährlichen Beruf. René fleißig am Schießen bei unserem Fußmodel hier. Ladies, wie ist da hinten? Super toll. Leute, so sieht Arbeit bei der Pistole aus, also wenn noch Bewerbungen eingehen. Ist total tiefenentspannt. Wenn hier einer was immer draußen steht im Film. So, der feine Herr kriegt nochmal eine schöne Massage. Okay. Ich versuche mich zu entspannen. Bitte Ihre Füße aufstellen. So, ich habe verschiedene Bioöle. Ja. Mhm. Ja? Ja. Es gibt keine Spannung. Ja, dann kannst du aber auch zum Büro joggen, ne? Ich kann heute gar nichts mehr. Ich bin so entspannt. Hält er nicht so rauf, Ole. Wahnsinn, Pauli gönnt sich hier nochmal richtig ein. Der kommt mir ja gar nicht wieder auf die Füße, sag mal. So, fassen Sie bitte Ihre Haut und vergleichen. Oh, wow. Ja, besser? Ja, absolut. Und ist gut, oder? Ja, Wahnsinn. Dann riecht das jetzt im Büro auch wieder besser. Und manche Effekte dauert bis eine Woche. Eine Woche? Eine Woche. Aber heute bitte Ihre Füße nicht waschen. Ja? Okay. Das ist wichtig. Ja. Aber morgen wieder, okay? So, wir sind fertig. Alle tiefenentspannt. Das Team kann wieder in die Arbeit gehen. Wir sagen herzlichen Dank an das echte Fischspa an der Warmstraße. Vielen Dank. Und wir kommen gerne wieder, oder was sagt ihr? Unbedingt. Auf jeden Fall. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao.